Ja, hallo meine Lieben hier, ich bin's, die Ecke. Und zwar, ich stehe hier gerade vor einem Früchtestand, beziehungsweise ich zeige euch jetzt einfach mal, was es so in Thailand für Früchte zu kaufen gibt. Also was das anbelangt, das ist ein absolutes Schlaraffenland für Veganer, ja, habe ich ja schon mal in einem anderen Video erwähnt. Und genau, und zwar, warum bin ich hier, beziehungsweise wo bin ich genau? Ich bin in Nathorn heute gelandet, das war eigentlich gar nicht so geplant, nur ich wollte mich einfach mal erkundigen, weil ich muss ja mein Visum, beziehungsweise mit diesem Einjahresvisum ist es ja so, ich habe das zwar für ein ganzes Jahr bezahlt, aber ich muss alle 3 Monate einmal das Land verreisen, dann kriege ich einen neuen Stempel und dann kann ich wieder nach Thailand einreisen. Das ist einfach mit diesem Null-Immigrant-Visum. Kostet nichts, dieses Ausreisen. Allerdings bin ich jetzt hier in Nathorn, weil da gibt es nämlich jemanden auf der Insel, sein Name ist Herbert, ist ein Österreicher. Der hat hier ein eigenes Office, ja, verdient natürlich dadurch jede Menge Kohle, weil er genau weiß, dass die meisten Touristen sich nicht auskennen, wie man von hier nach Malaysia oder je nachdem, man muss einfach nur das Land ausreisen. Und Malaysia ist wahrscheinlich das nächste Land. Also er bietet eben so Bootstouren. Das ist eine Tagesfahrt nach Malaysia. Und ich muss jetzt warten. Ich habe jetzt hier 1 Stunde Zeit, bis er sein Office öffnet. Das ist auch typisch in Thailand. Die Öffnungszeiten ist eigentlich um 12.30 Uhr. Aber keine Ahnung, er kam zu spät. Jetzt braucht er 1 Stunde Mittagspause. Das heißt, ich muss jetzt 1 Stunde hier warten. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, was es hier so gibt. Und jetzt habe ich diesen schönen Obststand gefunden. Und da werde ich euch jetzt mal die einzelnen Früchte vorstellen. Gegenüber, mal gucken, ob ich da noch hinlaufe, da habe ich gesehen, da ist wirklich dieses schöne Meer. Und zwar, das ist Nathorn Beach, der Nathorn Beach. Also es gibt hier verschiedene Beach. Ich wohne ja am Lamai Beach. Dann gibt es noch den Crystal Beach. Und ja, und jetzt heute ist es brutal heiß. Ich hatte das Glück, dass ein Yogalehrer, der wohnt hier in Nathorn, der hatte mich mitgenommen mit dem Auto. Weil nämlich vom Lamai Beach aus mit dem Scooter hierher ist es über 1 Stunde Fahrzeit. Ich bin zum ersten Mal in dem Stadtteil Nathorn, war ich auch mit meinem Freund noch nicht. Es ist hier, wie soll ich sagen, ich finde es nicht ganz so trubelig wie da, wo ich wohne. Die Preise, habe ich gesehen, sind ungefähr fast die gleichen. Und ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt muss ich meine Zeit hier verbringen und ich stelle euch jetzt einfach mal diesen Früchtestand vor, was es hier so gibt. Also. Hier unten rechts, das ist sowas ähnliches wie Chili, ja, habe ich ja schon mal gefilmt, was meine Vermieterin zu Verkauf hatte. Hier hinten seht ihr, also hier sind Limonen, hier sind Weintrauben, hier hinten die Kokosnüsse. Rechts ist die typische Papaya. Hier hinten, das ist so eine Pampelmuse, glaube ich, Wassermelone. Dann die Ananas, die typischen, hier oben hängen die Bananen, die sehr lecker sind, ja. Dann ist hier Guave. Dann sind hier so verschiedene Äpfel. Äpfel sind allerdings in Thailand sehr teuer, ja. Also da kosten jetzt zum Beispiel 2 Äpfel, kosten 25 Baht. Ja, das sind also 2 Äpfel ungefähr 50, obwohl 2 Äpfel 50 Cent. Nee, ist nicht teuer. Okay, das ist diese typische Drachenfrucht. Die ist sehr gesund und schmeckt auch ganz lecker. Die hat innen drin so ein weißes Fruchtfleisch mit so schwarzen Punkten. Habe ich einmal gegessen, allerdings aufgeschnitten, wobei frisch gekauft habe ich sie noch nie. Könnte ich mir vielleicht mal mitnehmen. Ich glaube, das probiere ich nachher mal aus. Dann eben hier auch wieder Mango in Gelb, in Grün. Grün ist natürlich noch nicht so gereift. Dann hier auch wieder diese verschiedenen Äpfel. Ich glaube, diese Apfel hier, das ist eine Mischung aus Birne und Apfel. Aber fragt mich jetzt nicht genau, wie der heißt. Dann gibt es auch hier ganz typisch über uns Mandarinen. Ja. Hier hinten auch wieder Wassermelonen. Also man kann sich hier allein, was die Früchte anbelangt, kann man sich in Thailand wirklich davon ernähren. Ja? Man muss halt nur gucken mit den Fetten, wie man das dann macht als Veganer. Aber dafür ist eben hinten eine Kokosnuss und die ist reichlich an Fett, was der Körper braucht, auch Eiweiß. Also kann man hier wunderbar leben. Dann gibt es hier noch ein paar so Süßigkeiten. Das sind getrocknete Früchte, die es auch bei uns gibt. Ja? Hier und also hier ganz links seht ihr eine getrocknete Ananas, dann Papaya. Dann hier Ananasscheiben, dann gibt es auch hier so gemischt mit Kiwi. Das gibt es auch bei uns. Klar, enthält natürlich sehr viel Zucker, wer getrocknete Früchte mag. Mein Ding ist es nicht so ganz, ich esse sie lieber frisch. Dann das hier, das kennt man auch aus Griechenland. Das sind so verschiedene Nüsse in Honig gebacken. Ja. Dann hier, das sind diese typischen Thai-Kekse mit verschiedenen Füllungen. Da bin ich allerdings schon sehr auf die Schnauze gefallen. Weil ich habe mir die mal in Bangkok gekauft und die waren dann irgendwie, keine Ahnung, mit Hackfleisch gefüllt. Also ja, ist nicht so mein Ding. Dann hier auch wieder
so verschiedene Reiskräcker. Das sind meine Fische, die ich mir ja mal gekauft habe, die ich ganz lecker finde. Dann hier auch so Cookies. Also das gibt es auch alles bei uns. Dann die Cashewnüsse, die sind genauso teuer wie bei uns. Also die ganze Packung 260 Baht. 100 Baht sind 2,50 Euro. Also liegt man bei ungefähr knapp 6 Euro. 6,20 Euro für den ganzen Beutel. Und das ist wie bei uns. Dann gibt es hier auch Kaffee. Ja, und dann habe ich mir gerade sagen lassen, dass wenn man hier den Gang reingeht, morgens ist hier ein riesengroßer Markt, wahrscheinlich so ähnlich wie bei mir im Lamai-Markt. Nur eben aufgrund dessen, weil wir jetzt nachmittags um 2 Uhr haben, ist der geschlossen. Und deshalb mache ich jetzt einen kurzen Cut. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich schaue mal, was es noch so Schönes für euch zum Filmen gibt und ich melde mich dann gleich wieder. Okay, bis nachher. Tschüss.